Berlin-Kreuzberg. Am U-Bahnhof Hallisches Tor befindet sich eine Filiale der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, kurz ZLB. Im Bereich der Kinder- und Jugendbibliothek dreht sich vieles um das Thema Leseförderung. Einmal im Monat findet hier eine ganz besondere Veranstaltung statt. Lesezeichen, Kinderliteratur mit den Augen hören. Hallo Kinder. Heute möchten wir in die mongolische Jurte gehen. In der Jurte im Innenhof der Bibliothek werden Bilderbücher in Gebärdensprache vorgelesen. Als einzige Bibliothek in Deutschland bietet die ZLB eine Vorleseveranstaltung für Familien, in denen die Kinder oder auch die Eltern hörgeschädigt oder gehörlos sind. Organisiert wird Lesezeichen seit 2006 von Karen Gröning. Für uns ist diese Veranstaltung deshalb so wichtig, weil wir gemerkt haben, als öffentliche Bibliothek wollen wir eigentlich für alle Zielgruppen Angebote bereitstellen und Gehörlose kommen zu kurz. Die meisten gehörlosen oder schwerhörigen Menschen kommunizieren zunächst in der Gebärdensprache, ihrer Muttersprache. Die Schriftsprache hingegen basiert auf der Lautsprache. Wenn Menschen schlecht oder gar nicht hören können, fällt ihnen das Lesen und Schreibenlernen schwer. Das bestätigt auch die Gebärdenassistentin Gabi Henrichs. Ich weiß, dass die Kinder mit dem Lesen Probleme haben. Und ich finde ganz wichtig, dass man die Kinder von Anfang an ins Lesen bringt. Und dann ist so eine Veranstaltung halt super. Die Kinder können die Geschichte in der Sprache aufnehmen, in Gebärdensprache, die sie verstehen, und werden so hoffentlich neugierig auf das, was da auch in der geschriebenen Sprache steht. In Deutschland leben etwa 80.000 Gehörlose und 16 Millionen schwerhörige Menschen. Integration ist für sie ein wichtiges Thema. Erleichtert wird ihre gesellschaftliche Teilhabe, wenn sie bilingual sind, also neben der Gebärdensprache die Schriftsprache beherrschen. Dafür setzt sich auch der Gehörlosenverband Berlin ein, der die Lesezeichenveranstaltung im Jahr 2006 mitinitiiert hat. Wir haben das große Glück, dass wir durch diesen wirklich enorm starken Berliner Verband, der wahrscheinlich auch einfach, weil wir die größte Stadt sind, am meisten Mitglieder hat, auch diese Kontinuität bringen können. Bei jeder Lesezeichenveranstaltung werden 2 bis 3 Bücher zu einem bestimmten Thema vorgelesen. Hier sind es Märchen über den Orient. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir Humor sehr wichtig ist an Büchern, weil ich auch gemerkt habe, dass einfach die Vermittlung solcher Bilderbücher auch den Gebärdensprachlern viel einfacher fällt. Also ich lasse mich inspirieren von aktuellen Büchern, die kommen, und schaue aber auch in ältere, um so Themen dann auch rumzumachen. Der gebärdensprachliche Applaus zeigt es deutlich. Beim jungen und beim älteren Publikum kommt die Lesezeichenveranstaltung sehr gut an. Warum möchtest du denn nochmal wiederkommen? Weil es Spaß gemacht hat. Wie hat es Ihnen gefallen? War sehr interessant und sehr schön und sehr gut interpretiert. Also toll. Theo wächst zweisprachig auf, aber er versteht auch sehr gut Gebärden und kann selber auch gut Gebärden. Und deswegen ist es wichtig, weil wir eben zu Hause kein gebärdensprachliches Umfeld haben. In manchen Familien sind alle Mitglieder gehörlos, in anderen nur einzelne. Entsprechend heterogen ist auch das Publikum bei der Lesezeichenveranstaltung, erklärt Vorleserin Claudia Mechela. Nach jeder Veranstaltung gibt es Tipps für die Erwachsenen zum Thema Leseförderung, während die Kinder basteln können. Das Konzept hat sich bewährt. Seit Beginn der Lesezeichenveranstaltung kommen regelmäßig 20 bis 40 Zuhörer. In der Großstadt ist das natürlich eine andere Situation als in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt. Und trotzdem denke ich, dass man sich bei uns Anregungen holen kann, dass man so eine Veranstaltung auch durchführen kann und welches Know-how und welche Art und Weise das geht. Und ich glaube, wir sind da ein ganz gutes Beispiel. Viele Kinder, die von Anfang an dabei waren, sind mittlerweile in der Ausbildung. Der Zentral- und Landesbibliothek Berlin sind sie oft in all den Jahren treu geblieben.
Lesezeichen ist eine Veranstaltung mit Langzeitwirkung. Also die Gebärde für Goethe habe ich mir heute erklären lassen. Die geht so, weil er immer so viel gedacht hat und so viel sich überlegt hat. Und wenn man es aber nicht weiß, die Gebärde, dann benutzt man das Fingeralphabet. Also G,